Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem neuen Food-Video. Mein Name ist Sebastian Schulz und ich komme aus Schonungen bei Schweinfurt. Und ich bin die Sabrina aus Hofheim. Genau, die Sabrina Buchinger ist bei uns, bei mir und bei der Annette. Und wir machen wieder mal ein schönes Food-Video für euch, haben wir uns gedacht. Und das machen wir jetzt auch. Für neue Videos macht gerne das Plus weg. Genau. Und heute testen wir nochmal zwei Teesorten von Vivate-Tee. Und zwar haben wir da Pfirsich und Kaktusfeige. Genau. Welche willst du zuerst probieren, Sabrina? Den Pfirsich. Den Pfirsich, okay. So, dann mache ich den mal auf. Aber das heißt Vita-Warte. Vita-Warte. Du hast Vivate gesagt. Habe ich Vivate gesagt? Ja. Also, liebe Zuschauer, die Sabrina hat mich jetzt verbessert. Das heißt Vita-Warte. Der Tee. So, jetzt schenke ich dir mal was ein. Jawohl. Und mir auch ein bisschen. So. So, Pfirsich Vita-Warte-Tee, genau. Jetzt hast du schon getrunken? Nee, hast gerochen. Nach was riecht der? Nach Pfirsich. Ja, kann ich bestätigen, riecht nach Pfirsich. Ja, dann wollen wir den mal probieren, würde ich sagen. Ja. Schmeckt nach Pfirsich. Was sagst du, Sabrina? Ja, schmeckt gut. Okay. Also das Hibiskus hat ja mich auch ein wenig an Pfirsich erinnert, aber das schmeckt nochmal ein bisschen anders. Ja. Aber schmeckt auf jeden Fall auch gut und das schmeckt auch ein wenig süßlicher. Schmeckt ein wenig süßlicher? Ja. Okay. Also trotzdem noch nach Tee, aber ja. Trotzdem schon... Fruchtig. Fruchtig, ne? Genau. Ja, das kann ich auch bestätigen. Jetzt trinken wir nochmal. Ja, also das ist nicht schlecht. Der schmeckt ganz gut eigentlich. Wie viele Geschmackspunkte gibst du dem von 1 bis 10? Würde ich auch 8 Punkte geben. 8 Punkte? Ja. Ja, da stimme ich jetzt mal mit dir überein. Ich gebe dem Getränk auch 8 Punkte. Weil, ja, ich sage jetzt mal so, es ist noch ein bisschen Luft nach oben bei dem Getränk, aber das ist wieder auf meinen persönlichen Geschmack bezogen, weil ich hätte es noch ein bisschen süßer gemacht. Aber gut, da sind ja Produkttester da, die testen den Tee und die haben halt gesagt, wir machen so und so viel Süße, also es schmeckt so und so viel süß. Und so haben sie es halt gemacht. Aber, 8 Punkte ist ja auch nicht schlecht, ist ja auch was Positives. Ne? Also schlecht ist der Tee nicht. Na, genau. So, als nächstes, dann stellen wir den Tee mal weg, zur Seite. Und als nächstes, Sabrina. Das ist Kaktusfeige. Kaktusfeige, liebe Zuschauer. Und die sind ja mit grünem Tee. Mit grünem Tee. Der auch mit grünem Tee? Kannst du mal schauen, ob der mit grünem Tee ist? Ach so, der ist zum Beispiel mit schwarzem Tee. Der ist mit schwarzem Tee? Ja, okay. Also mit unterschiedlichen Teesorten. Unterschiedliche Teesorten sind es dann, ne? Genau. Ja, dann werde ich da mal die Flasche öffnen. So, schenke ich der Sabrina erstmal was ein. So, und dann schenke ich mir was ein. So, dann würde ich sagen, machen wir als erstes mal den Geruchstest. Ja, also ich muss sagen, Kaktusfeige riecht schon so danach ein wenig, ne? Das ist schon, ja. Das ist schon nicht... nicht schlecht. Hier steht auch nochmal drauf, weniger Zucker. Zeig's euch mal. Also da steht auch drauf, dass weniger Zucker drin ist.
Und wie gesagt, wenn da weniger Zucker drin ist, dann erfrischt es auch noch mehr, weil das quasi, je süßer das ist, umso mehr ist, denkt man halt, dass es nicht so arg erfrischt. Und wenn das nicht so viel Zucker ist, dann, dann denkt man, dass das frischer wirkt. Ne? Jetzt riechen wir nochmal dran, wie gesagt. Ja, das ist halt ein starker Geruch. Ne? Kaktus, Feige. Hm. Riecht man schon. Riecht man schon raus. Und ne? Das riecht auch ein wenig tropischer. Riecht ein wenig tropischer. Gut, dann wollen wir mal probieren, Sabrina. Ja, was sagst du? Schmeckt gut. Schmeckt gut. Ja, schmeckt süßlich, fruchtig und auch wenn ganz leicht zitronig. Okay. Schmeckt dir? Ja. Okay. Ich trinke noch einmal. Ich bin also der gleichen Meinung wie die Sabrina, schmeckt fruchtig, tropisch, ist nicht schlecht. Kann man nichts sagen, ne? Das schmeckt eigentlich ganz, ganz gut, ne? Wie viele Geschmackspunkte würdest du dem Tee geben? Würde ich auch 8 von 10. Okay, ich bin da ein wenig optimistischer. Ich gebe dem 9 von 10. Mir schmeckt er etwas besser. Und das ist halt so mein persönliches Geschmacksempfinden. Wie gesagt, jeder hat ein anderes Geschmacksempfinden, aber ich kann dem durchaus 9 Punkte geben. Also da ist jetzt nicht mehr viel Luft nach oben. Schmeckt schon sehr gut und erfrischt auch. Ist ein super Tee. Jawohl. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und kommentiert und teilt das Video. Für neue Videos folgt uns gerne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Euer Sebastian und Sabrina. Jawohl, macht's gut, meine Freunde. Bis dann. Ciao.